Hi und willkommen in der Folge Warum schläfst du? Und was ist das lymphatische System? Was ist das Reinigungssystem des Gehirns? Und was passiert, wenn du nicht ausreichend tief genug und ausreichend schläfst? Schläfst du dich dann vielleicht doof? Weiter geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum wir überhaupt schlafen müssen? Da gibt es tatsächlich verschiedene Thesen, warum wir schlafen müssen. Und die möchte ich dir kurz vorstellen. Und da gibt es eine, die besonders raussticht und die möchte ich vertiefen, weil man hat 2012 in deinem Gehirn etwas Neues entdeckt, das war vorher noch nicht da, erst nachdem man es entdeckt hat. So ist es in der Wissenschaft. Von daher hier die erste Theorie, warum du schlafen musst. Die erste Theorie nennt sich Inaktivitätstheorie. Wenn wir schlafen, dann verhalten wir uns im optimalen Fall still. Oder, außer du schnarchst und knirschst mit den Zähnen, das hat dann vielleicht andere Ursachen, aber aufgrund der Inaktivität wurden wir in unserer Evolution nicht von Feinden entdeckt. Und das ist sehr praktisch, oder? Also Schlaf, Inaktivität, nicht von Feinden entdeckt werden. Eine weitere Theorie ist die Energieerhaltungstheorie. Aufgrund des Schlafes verlangsamt sich dein metabolischer Zustand, also dein Stoffwechsel und somit auch dein Energiebedarf. Praktisch, wenn du dann die Energie für den Tag nutzen kannst. Also Energieerhaltungstheorie. Eine weitere Theorie ist die Regenerationstheorie. Wir stellen in der Nacht oder wenn wir schlafen die verbrauchten Ressourcen wieder her. Der Körper regeneriert und das kennst du vielleicht sicher aus dem Training. Du setzt einen Trainingsreiz und nicht das Training lässt deine Muskeln wachsen, sondern die Regeneration, die Nährstoffe und Co., die du deinem Körper im Nachgang dann gibst. Aus dieser Sicht ist also Schlaf schon mal sehr, sehr wertvoll für deinen Körper, weil er sich regeneriert. Die vierte Theorie ist die Gehirnplastizitätstheorie. Das bedeutet, dein Gehirn entwickelt sich und wartet sich, wenn du schläfst. Besonders die letzten beiden zeigen mir immer wieder, wie wichtig Schlaf für einen gesunden Tagesrhythmus ist. Also Fokus, Konzentration und Vitalität. Weil man weiß inzwischen, dass Schlaf wahnsinnig eng mit deinem Gedächtnis, dem Immunsystem, der Konzentrationsfähigkeit, Regeneration, Appetit und sogar mit dem Altern zusammenhängen. Und da mein Ziel ja 120 Jahre alt werden ist und vielleicht deins ähnlich ist oder du willst einfach nur vital, kraftvoll und glücklich alt werden, dann ist Schlaf ein großer Schlüssel für dich. Auf die letzte Theorie, die Reinigung und Wartung deines Gehirns, möchte ich etwas tiefer eingehen, weil das finde ich extrem spannend. Es geht um das lymphatische System deines Körpers. Du kannst dir, wenn du die Möglichkeit hast, ja mal ein altes Biobuch rausnehmen oder einen Anatomieatlas und schau dir mal das Lymphsystem an. Dein Kopf hat kein Lymphsystem. Das ist an dem Hals gecuttet, weil es gab es nicht. Dein Kopf ist also nicht an deinem Immunsystem angeschlossen. Witzig, oder? Und jetzt kommt das Spannende. 2012 hat ein Team in der University of Rochester im US-Bundesstaat New York dein lymphatisches System entdeckt. Also über Nacht, bums, hat es da auf einmal ein Immunsystem im Kopf. Cool, oder? Der Begriff lymphatisches System, also Glia bedeutet Nervensystem, ist ein Sammelbegriff für alle Zellen des Nervensystems und Lymphe. Und diese gehört zum Immunsystem und bedeutet klares Wasser. Dein lymphatisches System sorgt also dafür, dass überflüssige Stoffe und zum Beispiel Abfallstoffe,
das sind meistens Proteinabbauprodukte, aus deinem Gehirn abtransportiert werden. Im Durchschnitt entsorgt dein Gehirn 7 Gramm Protein am Tag und baut diese natürlich dann wieder auf. Wenn man das mal hochrechnet, 7 Gramm mal 365 Tage, entspricht das 2492 Gramm. Das sind fast 2,5 Kilogramm. Mal abgesehen davon, dass das Gehirn mit ungefähr 1300 bis 1500 Gramm wiegt, dann baut sich dein Gehirn oder erneuert sich dein Gehirn fast zweimal im Jahr, also von der Masse gesehen. Wie funktioniert das jetzt mit dem glymphatischen System? Die Blutgefäße, also die Arterien, welche dein Gehirn versorgen, besitzen ab der Hirnhaut einen zusätzlichen Gefäßraum um ihre Außenwand. Das nennt man auch pervaskulärer Raum. Und durch deinen Puls gelangt durch diesen Gefäßraum Gehirnrückenmarksflüssigkeit und somit auch zwischen deine Schädeldecke und deinem Gehirn. Diese Flüssigkeit sickert jetzt also durch dein Gehirn und wird über deine Venen und das Lymphsystem dann wieder abtransportiert. Was hat das jetzt Ganze mit Schlaf zu tun? Besonders die Aktivität deines glymphatischen Systems wird im Schlaf aktiv. Man hat festgestellt, dass das glymphatische System bis zu 95% aktiver im Schlaf ist, als wenn du wach durch die Gegend läufst. Das liegt daran, dass im Schlaf der Zwischenzellraum größer wird, weil die Zellen des Gehirns ein wenig schrumpfen. Bitte jetzt nicht denken, dass dein Gehirn ganz klein ist und wenn du dich drehst im Schlaf, es von links nach rechts schwappt. Da reichen Mikromillimeter. Aber ist das nicht krass, dass wenn du schläfst, dein Gehirn sich reinigt? Und das erst seit 2012, vorher nicht. Was machen denn die Menschen, die davor gelebt haben? Krass. Ein Regler, der für das Schrumpfen verantwortlich zu scheinen mag, ist Noradrenalin. Noradrenalin ist ein Hormon und gleichzeitig ein Neurotransmitter. Und der Neurotransmitter wird vom sympathischen Nervensystem ausgeschüttet. Also Noradrenalin ist aktiv, wenn du Stress hast. Wenn du also Stress mit ins Bett nimmst oder in deinen Schlaf, dann schrumpft dein Gehirn nicht mehr so und dein Gehirn reinigt sich nicht. Man bringt das lymphatische System und deren Störung inzwischen in verschiedene Zusammenhänge, wie zum Beispiel kognitive Störungen, also Konzentrationsstörungen, du kannst dir nichts merken oder schlechter merken, Alzheimer und vieles mehr. Daher, Schlaf ist das Beste, was du tun kannst, um dein Gehirn frisch zu halten und deinen Körper zu regenerieren. Da ich gerade Stress erwähnt habe, möchte ich dir auch einen optimalen Stresskiller vorm Schlafen vorstellen. Und zwar schnapp dir ein A4-Blatt, kann nackt sein, also das Blatt nackt, und dann schreibst du innerhalb von 5 Minuten alle deine Gedanken auf. Man könnte das jetzt auch als Tagebuch betiteln, ist jetzt aber nicht so hip, deshalb nennen wir es Journal. Von daher schreib dir heute direkt 5 Minuten alle Gedanken raus, die dir in irgendeiner Form durch den Kopf gehen. Weihnachtsplanung, Osterplanung, Stress auf Arbeit, Kollege und Co. Und dann schau mal, wie dein Schlaf ist. Wenn die Gedanken erstmal raus sind, dann beschäftigen sie dich auch nicht mehr so arg. Vielleicht sogar gar nicht mehr. Von daher wünsche ich dir mit diesem letzten Tipp und deinem glymphatischen System viel Spaß beim Ausprobieren, einen guten Schlaf. Bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben?
dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.